Na, seid ihr wieder soweit? Heute lernt der Maddie mal, wie man hier eine Truhe öffnet. Und zwar wurde mir gesagt, ich muss hier aufpassen, dass der Stift, und das ist ganz witzig, nicht andere von den Dingern hier berührt. Ich habe aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich den Stift so drehe, dass er nichts anderes bewegt. Warte. Ah, warte. Eins, zwei. Dann den hier. Ach, scheiße. Eins, zwei. Den hier. Den da links. Den da rechts. Und dann ihn hier. Ja, siehst, ich hab das System jetzt verstanden. Das ist geil, ne? Für eine Fackel, einen Grog und einen Schmiederohling. Mach ich doch alles. Los! Gut. Stellt sich jetzt weiterhin die brennende Frage, wo das letzte Püllekin Wein ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Warum will die nicht einfach 4 haben? Einfach so, pass auf, ich habe leider nicht... Hier hast du 4. Auch gut. Und dann sagt sie sowas wie, danke, besser als nichts. Oh, ja. Ich kann die Kanone... Doch, ich kann sie bewegen. Wollte schon sagen, ich kann die nicht bewegen. Ich war's nicht. Du hast aber einen schönen Schritt drauf, weißt du das? So, wo ist der Alkohol? Ist der hier drin? Da hinten ist eine Flasche. Ich glaube zwar nicht, dass es Wein ist, aber es ist zumindest eine Flasche. Obwohl... Doch. Ja. Geil. Warum spreche ich jetzt so leise? Weil die Frau da ist. Die hört mich sonst. So. Geschafft. Rallung. Und jetzt einmal schön hier runter surfen. Mit den Arschbacken. Schön die Hose kaputt machen. Ich finde es schade, dass ich den Typen hier nicht rausholen kann. Weil Ehre unter Piraten. Ich kann nirgendwo mehr anheuern. Dann müsste ich ja direkt zur Inquisition gehen. Das ist ja Quatsch. Und vielleicht nehmen die mich dann auch nicht mehr. Und sagen dann, hör mal. Wieso drücke ich nicht einfach hier auf Schnellreise? Dann bin ich ja sofort unten. Ja, und dafür kriegst du jetzt auf die Fresse. Ich habe den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Falls du noch mehr Flaschen findest, nehme ich sie dir gerne ab. Okay. Das war... Lass uns... ...viel Geld. Jetzt habe ich über 1000. Dann kann ich wieder bei Umberto da oben was lernen. Das ist so mal positiv. Oder nicht? Umberto... Immer diese Wege. Immer diese langen Wege. Rein, raus, rauf, runter. Soll ich etwa wieder wischen? Aber ich bin froh, dass es im Videospielen so ist, dass die Protagonisten recht schnell laufen. Hätte ja auch alles so laufen können, dass sie nur so langsam vor sich hinkriechen. Und dann... So, Bartolo. Dann zeig mal, was du mir beibringen kannst. Klar, kein Problem. Feuerwaffe bauen? Muskete verbessern. Ich bin noch nicht gut genug. Scheiße. Ich will die aber auch nicht bauen. Dafür ist mir das Geld gerade zu schade. Ich kann auch nicht so einfach aus dem Hut noch mehr Punkte zaubern, die ich gerade nicht habe. Ich speichere mal auf Tryout. Okay. Jetzt gibt's auf die Nuss. Ja. Auf geht's! Ja? Und? Was sagt Sebastiano? Können wir endlich los? Auf geht's! Auf geht's! Zum Tempel! Ja, wird auch Zeit. Geh du vor, wir folgen dir. Frag mich einfach, wenn du den Weg nicht mehr weißt. Frag mich einfach, wenn du den Weg nicht mehr weißt. Was glaubst du denn, wie ich hier mich bisher geschlagen habe? Was glaubst du, wie ich hier bisher überlebt habe? Die unterschätzen mich. Okay. Titanwaffe befreie Hawkins. Kleidung eines Piraten. Ach, das war ja der Quatsch.
Wenn ich Lago aus der Zelle da befreit hatte, dann war ja alles gegen mich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei dem anderen dicken Typen auch so sein wird. Aber wenn ich das machen würde, dann wäre ich bestimmt die neue rechte Hand von Crow. Kommt ihr alle oder kommt nur Martinez mit? Jungs, das ist hier eine Teamaufgabe. Das ist eine Teamaufgabe. So, und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich lang muss. Oben oder unten lang? Ich glaube, unten lang und dann direkt die erste links. Und immer gucken, dass die Jungs auch mitkommen. Okay, Kinder, wie sieht's aus? Seid ihr alle soweit? Ja? Okay. Dann machen wir jetzt mal nochmal die Karte auf. Huhu, war nur ein Witz. Wir gehen hier unten lang. Ich muss pipi. Wir waren doch gerade eben erst. Ich glaube, wir kriegen Herbe auf der Fresse. Tja. Das glaube ich. Nee, wir müssen da oben lang. Zurück! Hier lang. Zurück da lang. Was glaubt ihr denn, wie ich hier durch die Gegend gekommen bin und ich weiß etwa nicht, wo es hier lang geht? Hö, ihr unterschätzt mich. Ja, ihr sollt euch auch warm laufen, bevor wir hier loslegen. Okay, da sehen wir es schon. Okay, Kinder. Bevor wir jetzt hier einfallen, möchte ich ein paar aufmunternde Worte an euch richten. Bartolo, dich brauche ich hinterher noch. Der Rest ist egal. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, ne? Dann sorgt dafür, dass Bartolo überlebt. Und der Rest, ja, Enrico finde ich auch noch cool, aber Sancho und der andere Typ da, die, heißt du überhaupt Enrico? Nee, ne? Martinez heißt du. Du heißt ab jetzt Enrico. Also Enrico, du bist meine rechte Hand. Wenn irgendjemand aus dem Busch rausgesprungen kommt, dann knallt's ihn ab. Okay. Ich habe ja eigentlich voll die gute Gang, oder? Ich habe ein bisschen Schiss. Glaubt ihr, wir schaffen das? Ich glaube, wir schaffen das nicht. Na gut, mal sehen. Kann ich vielleicht vorher mit denen reden? Ich trau mich nicht. Ich trau mich echt nicht. So, da sind wir wieder. Ich habe gerade einen kurzen Schnitt gemacht. Und jetzt geht's weiter. Caraca, selber. Oh, jetzt genau so, so spielen wir das Spiel. Die werfen alle ihre komischen Stäbschiss. Boom, wie außer Reichweite. Der steht direkt vor mir. Achso, ne, die da hinten. Ne, das ist klar. Okay. Ich mach alles richtig. Auf geht's. Ich krieg bestimmt so richtig herbe Ärger von den anderen Jungs im Dorf. Er hat uns belogen. Ah. Moin. Basil, moin. Weil die alle Namen haben, denke ich mir, dass man auch irgendwie es schaffen kann, mit denen zu reden. Oh, oh, das hat ihn ja noch nicht mal beeindruckt hier. Ruhm 0! Mensch, warum? Warum 0? 0 ist mir zu wenig. So, Basils Truhe. 250 Euro. Ach du Scheiße. Ja, bei ihm lief. Präteritum. Weil ich ihn erledigt habe. Warum sind die nicht hier oben? Dann hätten die uns gesehen. Okay, Leute. Wir müssen jetzt hier wieder runter. Und ich hoffe mal, dass keiner von euch jetzt hier verbuggt. Pirat. Säbel. Noch ein Pirat. Okay. So, kommt bitte alle mit. Ja?
Ich habe noch Grog übrig. Ja, hier, das sauft dir mal einen schönen Mut an. Tja. Okay, eins, zwei. So, 4 Zapfen bedeutet Bonus. Bonus. Die liegen aber lustig hier rum. Aber immer noch. Aber eigentlich habe ich keinen Grund zu schießen. Obwohl, hier wird es jetzt bestimmt ein bisschen interessant. Karaka! Karaka, genau, die werfen nämlich jetzt alle. Die feigen Hunde. Obwohl, ich kann dieses Spiel gewinnen, indem ich hier einfach Karaka! Hier so mache. Und die anderen Jungs schießen alle drauf. Oh. Ja. So gewinnt man dieses Spiel. Kritischer Treffer. Verschwinde. Mann. Daneben. Okay, nachladen. Crow und seine Männer. Nein. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Hallo. Karaka. Ja, Karaka, das hatten wir schon. Vielleicht soll ich einfach mal warten, bis meine Jungs auch alle da sind. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Bleib wie das Huhn. Was für ein Huhn? Don't blame me, blame the chicken. Bam. Was war jetzt anders? Wieso war das denn jetzt auf einmal so einfach? Obwohl ich beim letzten Mal schon den kritischen Treffer hatte und alles. Ich merke schon, ich bin ja eigentlich total überbesetzt. Wenn ich es schaffe, dass die anderen nicht unbedingt um die Ecke dackeln, während ich hier noch meine Arbeit erledige, dann kriege ich das auch hin. Oh yeah. Oh, das war ein guter Move von mir. Das war echt ein guter Move. Irgendwie fühle ich mich gerade wie Indiana Jones. Alter. Die machen da ihre super Säbel-Moves und ich einfach Knarre raus. Bang, Ende. Ohrring des Kriegers erhalten. Noch ein O. Noch einer? Nee. Okay. Das heißt, wir sind jetzt direkt vor der Pforte. Auf geht's! Ihr seid so eine richtige Gurkentruppe erst gewesen, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir das sogar schaffen. Ah, ungebetene Gäste. Sollten sie töten. Nur zu. Tonka! Taubigutos! Anlegen! Warten! Warten! Feuer! Ja! Das wird euch nichts nützen. Mörder! Sieh, welchen Krieger ich dir erschaffe! Und der da hinten an der Kiste, der interessiert sich gar nicht für das, was hier passiert. Okay.
So, das bedeutet, wir müssen vermutlich erstmal... Oh, scheiße, hätten wir Stabkampf gelernt, hätten wir wahrscheinlich das Zeug mitnehmen können, ne? So, Schwarzpulver Ben. Warum heißt du eigentlich so, wenn du gar nicht schießt? Okay, ich glaube, wenn Crow liegt... Crow liegt. Das war ja einfach. Das war ja wirklich einfach. So, jetzt Achtung. Ja, lief gut. Boom. Ach so, der braucht das bestimmt öfter. Tja. Nun.